Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Heute geht's nicht um die Wurst, sondern um den Rettich. Mein Mann hat im Frühling kleine Bierrettichpflänzchen in der Gärtnerei gekauft. Die haben wir hier ins Hochbeet gesetzt. Und schaut euch mal an, was für riesige Pflanzen daraus geworden sind. Sie blühen jetzt, das heißt, sie sind dringend zu ernten. Sie sind nicht holzig, das haben wir schon ausprobiert. Einige haben wir hier schon herausgenommen, aber jetzt ist es höchste Zeit, etwas damit anzufangen. Und wir werden heute den Rettich fermentieren. Bayerischer Bierrettich ist für mich ganz ungewohnt. Mir kommen ja beim Genuss von Radieschen schon die Tränen. Rettich ist noch schärfer und es stellt sich die Frage, wer ihn eigentlich essen soll. Als Salat hatten wir ihn schon, sehr lecker, aber gegen diese Mengen kommen wir nicht an. Also haltbar machen, und zwar durch Fermentation. Wie es geht, zeige ich euch gleich. Boah, solche Burschen! Burschen, schau's her! Rettich! Während die Hühner sich über das frische Grün der Rettiche hermachen dürfen, kümmere ich mich um die Wurzeln. Ich habe sie gründlich gewaschen und gebürstet, den letzten Tatzelwurm auch noch in Sicherheit gebracht und nun wird der Rettich geschält. Das geht ganz einfach mit einem Sparschäler. Die Methode, Ernte durch Fermentation haltbar zu machen, ist uralt. Die meisten kennen sie vom Sauerkraut, aber es geht auch mit anderen Gemüsesorten. Milchsäuregärung hat viele Vorteile. Da das Gemüse ohne Hitzeeinwirkung konserviert wird, bleiben alle Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme erhalten und können oft sogar noch besser vom Körper aufgenommen werden. Durch die enthaltenen Mikroorganismen wird die Verdauung gefördert und das Immunsystem unterstützt. Außerdem sind chemische Konservierungsmittel überflüssig. Ihr werdet sehen, dass es für die Fermentation nicht unbedingt ein eigenes Gärgefäß braucht. Bei den ersten Versuchen mit kleinen Mengen bedienen wir uns ganz einfacher Gegenstände, die in jedem Haushalt zu finden sind. Zunächst müssen wir den Rettich aber noch zerkleinern. Ich würde sagen in kleine Streifen, also à la Julienne. Ihr könnt dafür eine Küchenmaschine, ein Messer oder wie ich eine Rohkostreibe nehmen. Wichtig ist, dass die Streifen gleichmäßig, aber nicht allzu fein sind. Milchsäuregärung hat übrigens nichts mit Milch zu tun, sondern heißt so, weil man diese Art der Bakterien, die hier am Werk sind, als erstes in Milch entdeckt hat. Ja, Bakterien. Aber keine Angst, das sind die guten. Milchsäurebakterien kommen überall vor, auf der Oberfläche von Pflanzen, auf menschlicher Haut, auf den Schleimhäuten, in Milch und auch in unserem Darm. Im menschlichen Körper haben sie eine wichtige Funktion. Sie produzieren zusammen mit anderen Mikroben ein wenig Säure und schaffen so einen Schutzmantel, der krankmachende Keime verdrängt. Wer möchte nicht mehr davon haben? Wenn wir Gemüse mit Hilfe von Milchsäurebakterien fermentieren, produzieren wir ein richtiges Superfood für unsere Gesundheit, denn ein großer Teil der guten Bakterien gelangt beim Essen in den Darm. Der regelmäßige Genuss von fermentiertem Gemüse trägt wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Ist der Rettich geschnitten, wiegen wir ihn, um die richtige Menge Salz zu berechnen. Salz ist der Schlüssel zur Fermentation, denn es entzieht dem Gemüse Wasser und schafft durch die Bildung von Lake das richtige Milieu, das die guten Bakterien zum Wachsen brauchen. Sie leben nämlich anaerob, also ohne Sauerstoff, ganz im Gegenteil zu ihren Konkurrenten, den Hefen. Es ist ganz wichtig, die Salzmenge richtig zu berechnen, denn zu wenig lässt das Gemüse verderben, aber ein zu hoher Anteil hemmt die Milchsäurebakterien und die Fermentation kommt nicht in Gang. Außerdem kann man versalzenes Gemüse nicht mehr essen. Als Faustregel geht man von 2% Salz aus. Das sind also in diesem Fall bei 1724 Gramm Rettich knapp 36 Gramm Salz. Rettich ist ein sehr wasserreiches Gemüse. Deshalb wird sich die Lake, die wir brauchen, hier von allein bilden, wenn ich das Salz jetzt und das Gemüse mische. Das funktioniert wie bei der Herstellung von Sauerkraut. Einfach mit den Händen etwas kneten. Dadurch brechen die Zellwände auf und geben die Flüssigkeit frei. Hier hat sich jetzt schon etwas Lake gebildet. Ich knete noch ein bisschen weiter. Die Gemüsestreifen fühlen sich jetzt etwas weicher an. Das hat wirklich schon fast was von Sauerkraut.
Sagt mal, habt ihr schon einmal versucht, Gemüse zu fermentieren? Und wenn ja, wie ist es euch dabei gegangen? Ist es gelungen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Und nun geht es ans Einfüllen. Wie gesagt, muss man für die Fermentation nicht unbedingt ein eigenes Gärgefäß haben. Es sind nur einige Dinge zu beachten, dann klappt es für die ersten Versuche auch mit einfacheren Mitteln, zum Beispiel einem großen Gurkenglas. Ich schichte das Gemüse hinein und drücke es, um Lufteinschlüsse zu vermeiden, einfach mit der Hand fest zusammen. Und so mache ich das Schicht für Schicht. Es ist natürlich wichtig, auf die Hygiene zu achten. Alle verwendeten Werkzeuge, Arbeitsflächen und Materialien und natürlich die Hände müssen sauber sein. Wir wollen ja keine Schimmelpilze züchten. Normales Händewaschen und Geschirrspülen reicht dafür. Zum Schluss kommt noch die Lake dazu. Das Gemüse muss davon bedeckt sein, damit keine Luft dazu kommt. Ihr wisst ja, die Milchsäurebakterien arbeiten anaerob. Da das Ganze während der Fermentation etwas blubbern wird, unsere Mikroben bilden nämlich kleine Bläschen CO2, kommt ein Teller darunter, um überlaufende Lake aufzufangen. Jetzt sollten wir den Rettich noch mit einem Gewicht beschweren, das dafür sorgt, dass auch wirklich alles unter der Lake bleibt. Am idealsten wäre ein kleiner Teller oder ein Glasdeckel vom Einmachglas, aber mein Gefäß hier ist oben enger, also werde ich ein bisschen basteln. Ein Plastikdeckel vom Quark oder Mascarpone ist lebensmittelecht und biegsam genug, um durch die Öffnung zu passen. Ich muss ihn nur noch auf die richtige Größe zurechtschneiden und durch die Öffnung quetschen. Als Gewicht, um das Ganze unten zu halten, nehme ich einfach ein kleines Marmeladenglas, das ich mit Wasser gefüllt habe. Der Deckel des großen Glases wird nur locker aufgelegt, damit Gas entweichen und überschüssige Lake ablaufen kann. Weil noch Rettich genug da ist, mache ich gleich noch eine Portion und füge diesmal verschiedene Gewürze hinzu. 5 Gramm Kümmel, 10 Pfefferkörner, ein halber Teelöffel Koriandersamen und 4 kleine Lorbeerblätter bei derselben Menge Rettich und Salz. Und nun brauchen die Mikroben Zeit und Ruhe, um ihre Arbeit aufzunehmen. Sollte die Raumtemperatur unter 24 Grad liegen, kann man die Gläser auch über Nacht mit einer Schüssel heißem Wasser in den ausgeschalteten Backofen stellen, um die Fermentation schnell in Gang zu bringen. Dann am besten die Backofentür einen Spalt offen lassen. Sobald die Gärung begonnen hat, kann das Glas auch in der Küche stehen. Am besten dort, wo keine Sonne hinkommt und wo nichts zittert, vibriert oder wackelt, denn das würde die Mikroben stören. Nach 3 bis 4 Tagen wagen wir eine erste Verkostung. Der Inhalt der Gläser sieht toll aus. Schön hell, die Lake ist klar, etwas davon ist ausgelaufen und es sind auch jede Menge Bläschen da. Mehr oder weniger passiert in den Gläsern ja dasselbe wie in unserer Verdauung, wenn wir Rettich essen. Und ein bisschen riecht es auch so. Ich glaube, das soll so sein. Es ist schließlich Rettich und der Geruch wird sich auch in der nächsten Zeit verändern. Schimmel oder andere Anzeichen von Verderben kann ich keine entdecken. Der Geschmack ist jetzt noch nicht sauer, eher salzig, aber schon anders als vom frischen Rettich. Der mit Gewürzen versetzte Rettich schmeckt übrigens milder und angenehmer als der ohne. Wichtig ist, dass das Gemüse immer noch gut von der Lake bedeckt ist. In der zweiten Phase der Fermentation sollte die Temperatur etwas abgesenkt werden. Darum habe ich im Keller zwischen den Marmeladen einen Platz freigemacht. Hier können sich die Milchsäurebakterien in Ruhe vermehren, den Rettich säuern und vor sich hin blubbern. Was dabei an Lake überläuft, landet im Teller, weil die Deckel der Gläser ja weiterhin nur locker draufgelegt und nicht zugeschraubt sind. So, nach den 4 Tagen Blubbermagie in der Küche und weiteren 8 Tagen im Keller sollte unser fermentierter Rettich jetzt fertig sein. Wir wollen mal nachschauen, was daraus geworden ist. Mal riechen. Riecht säuerlich. Wir kosten das gleich zusammen. Riecht nicht ganz so säuerlich. Also der ist wahrscheinlich mehr gesäuert. Ich bin gespannt, wie das Ferment schmeckt.
Der Deckel von dem Glas mit dem Lorbeer und den Gewürzen ist angelaufen. Auch hier der Deckel von dem Beschwererglas hat ein bisschen Rost drauf. Es blubbert noch. Hier hingegen hat sich vielleicht nicht ganz so viel getan. Ich bin schon ganz neugierig. So. Den Deckel rauszuholen ist auch nicht so ganz einfach, aber ich habe ihn erwischt. Die Oberfläche von unseren Gläsern ist schön, also da hat sich keine Kammhefe gebildet. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir das nur noch rauskriegen. Ein bisschen hiervon und ein bisschen davon. Es riecht schon sehr lecker. Anfangs war der Geruch ja eher unangenehm. So, nach Blähung. So, es geht los. Zuerst werde ich den Rettich ohne Gewürze verkosten. Den habe ich ja auch zuerst gemacht. Also vom Geruch her riecht er fein säuerlich, würzig. Er riecht nicht scharf, also das typisch Rettich-Scharfe ist verschwunden. Jetzt mache ich mal die Probe. Säuerlich. Sehr angenehm. Ähnlich wie rohes Sauerkraut. Keine Schärfe. Von der Textur her weich. Wirklich sehr lecker. Jetzt bin ich gespannt auf die Portion mit den Gewürzen. Ihr erinnert euch, Kümmel, Koriander, Lorbeer und ein paar Pfefferkörner habe ich hineingetan. Und das ist ja auch gut für die Milchsäurebakterien, damit mehr durch die Gewürze sind mehr Kohlenhydrate drin als durch das Gemüse alleine, also sollte hier auch eine ganz andere Fermentation stattgefunden haben. Es kommt auf den Versuch an. Schmeckt lecker. Also es schmeckt säuerlich, aber nicht zu sauer. Man kann das beides ohne weiteres so roh essen, ohne das irgendwie weiter zuzubereiten oder zu waschen. Beim Sauerkraut weiß man ja, dass es manchmal sehr sauer ist, dass man es zuvor waschen muss, bevor man es verkocht. Das hier kann man roh essen, den Rettich. Er ist auch nicht mehr scharf. Der Geschmack hat sich total verändert. Ich glaube, ich esse hier einfach mal weiter. Sehr, sehr lecker. Die Säure ist so ähnlich wie bei einem Salat. Also nicht zu sauer. Man schmeckt den Kümmel gut raus. Es ist im Allgemeinen würziger als die andere Version, aber es schmeckt beides sehr lecker. Ich werde meine beiden Gläser jetzt verschließen und in den Kühlschrank stellen, damit die Fermentation aufhört. Und dort halten sie dann mehrere Monate lang, wo ich immer was rausnehmen kann. Natürlich ist es immer besser, wenn die Oberfläche von Lake bedeckt ist, aber sowas ist ja dann haltbar. Und wir wissen ja, die Fermentation ist eine Art der Haltbarmachung, die es schon seit sehr vielen Jahrhunderten und Jahrtausenden gibt. Also eine leckere und gesunde Sache. Es sind ja auch ganz viele Vitamine drin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gerne nach, macht den Versuch mit Rettich oder mit einem anderen Gemüse. Also ich denke, ich werde das nächste Mal vielleicht Kohlrabi verwenden und natürlich der Klassiker mit Weißkohl ein Sauerkraut machen. Aber es geht ja auch mit anderen Gemüsesorten. Es kommt auf den Versuch an. Und wie ihr seht, geht es auch ohne Gärgefäß und mit ganz einfachen, bescheidenen Mitteln in kleinen Mengen so eine Fermentation anzusetzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne den Daumen hoch gehen, schreibt mir einen Kommentar und seid das nächste Mal gerne wieder dabei bei mir beim Hennenglück im Biogarten. Tschüss und bis bald.